So als Teenager hatte ich immer dieses Ding, wenn ich erwachsen bin, dann kann ich in den Knast gehen, wenn ich so ein fieses Ding mir leiste. Das heißt, du wüsstest, also jemand kann dich haftbar machen für Genau. Das war so, okay. Das war auch immer so, schwebte immer so, Mensch, wenn ich 18 bin, dann verdammt, dann kann ich in den Bau gehen. Schlimm, schlimme Sache. Ach so, du fandest es schlimm, ich dachte, du fandest es gut. Nein, ja, klar, okay. Ich will den freiwillig in den Knast. Ich dachte, du fandest es gut. Ja, okay, ja, alles klar. Und dann hast du vorher viel Scheiße gebaut und hast dann gedacht, Scheiße, wenn ich 18 bin. Ja, ich habe nie so viel Scheiße gebaut, aber weißt du, das schwebt immer so, Mensch, wenn man 18 ist, dann ist man voll verantwortlich für jeden Scheiß und so, für jeden Mist. Und, Du darfst Scheiß sagen. Darf ich Scheiße sagen, für jeden Scheiß. Wir sind das ja im deutschen Fernsehen. Das wissen wir in Amerika. Nee, erwachsen, also ich habe ehrlich gesagt immer drauf gewartet, auf diesen Moment. Ich habe immer gedacht, so, man fühlt irgendwann so einen Augenblick in seinem Leben, so, jetzt bin ich erwachsen. Jetzt stehe ich über den Dingen, jetzt ich habe Verantwortung und so. Und klar habe ich Verantwortung, aber die habe ich auch als 16-Jähriger irgendwie gehabt. Ja. Ich musste zur Schule oder so. Ich musste immer dahin, weil sonst gab es zu Hause tierischen Zoff. Wenn du nicht, irgendwer warst nicht in der Schule und so, wer hat was, was Vernünftiges, wer kein Musiker. Und ich habe diesen Moment eigentlich immer noch nicht erlebt, wo ich sagen könnte, jetzt bin ich erwachsen. Jetzt habe ich so alles im Griff, mir kann keiner was. So, eigentlich nicht. Mach eine kurze Pause. Wie man in Frankreich sagt, ne? Le Verbin. Le Verbin. Le Verbin. Et après le Verbin. Muss man gucken? Muss man eigentlich nicht. Man kann auch so umschalten, genau. Also Augen oder so. Ohren, ich weiß nicht, was fataler ist. Oder und einfach ganz laut, ganz laut schreien. Also, und so man. Und nach der Werbung zeigt uns Rob sein künstliches Hüftgelenk, der holt das für mich raus. Ne? Gleich bei Charlotte Roach trifft. Neues über das aktuelle Video und die kommende Tour. Das ist, glaube ich, der Event des nächsten Jahres. Da wird es nichts Besseres geben. Da kann Madonna irgendwie so nackt auftreten, das ist scheißegal. Gleich bei Charlotte Roach trifft. Die waren beide kaufbar, geil. Du kannst gehen, aber deine Kopfhau bleibt dir. Wir kamen in ihr Dorf und dann sagten sie zu mir, du sagst, du kannst gehen, aber deine Kopfhau bleibt dir. Wo wir jetzt über Erwachsenen reden, sprechen, ist natürlich, dass eure Fans mit euch älter werden. Aber ihr kriegt zum Glück auch immer junge, neue, kleine Fans dazu. Ja, wie ist auf dem Fanmarkt. Ja, Frischfleischmarkt. Genau. Kleine Taschenfans sozusagen. Ich habe mal ein paar mitgebracht, um das mal zu sagen. Die nicht rauchen und lange leben. Ja, richtig herrlich. Die viele Platten kaufen. Und, wie ist das für dich, wenn du dich in deine jungen Fans reinversetzt? Bist du froh, dass du heute nicht groß werden musst? Aus verschiedenen Dingen ja. Also ich war zum Beispiel ein Schisser und mir die Haare zu färben und so, das fand ich alle noch total cool, aber ich weiß nicht, ob ich mir so 5 Kilo Metall ins Gesicht gehängt hätte. Mhm. So einfach um dazu zu gehören. Ja. Wobei ich auch, meinst du, wegen den Schmerzen hättest du das nicht gemacht oder wegen der Ausgrenzung? Nee, mir fällt gerade an, dass das gar nicht stimmt, weil ich wollte eigentlich nie irgendwie dazugehören. So. Du hast gerade falsch erzählt, aus Versehen, ne? Ja, echt, ich dachte, eigentlich ist das gar nicht wahr. Ich habe nur eine Antwort gegeben, weil ich dachte, das ist jetzt eine coole Antwort, aber das stimmt gar nicht. Nee, aber ich möchte heute nicht jung werden. Vielleicht möchte ich als jetziger, mit meinem jetzigen Wissensstand nicht jung sein, weil dann würde ich wahrscheinlich verzweifeln an der Welt. Ja, weil du keine Handyklingeltöne haben willst, zum Beispiel. Zum Beispiel? Ja. So, fuck. Ja. Brauche ich nicht. In den 80ern war erstmal der Traum vom Rockstar. Der ging dann nicht über eine Besetzungscouch oder über irgendwelche Choreografen oder an irgendeiner Jury mit unsympathischen Pop-Millionären, Hackfressen, danke fürs Sozieren, vorbei, sondern der ging halt direkt über das Live-Spielen und so. Mhm. Und es gab kein AIDS, so viele Sachen waren geordnet, die Mauer stand noch. Nein, das meine ich nicht. das habe ich nicht gesagt. Nee. Ertappst du dich manchmal dabei, dass du kein Verständnis mehr hast für ganz junge Leute, also für irgendwelche jugendlichen Strömungen, wo man so mal vorsteht und denkt, kann ich nichts mit anfangen, kapiere ich nicht? Ich kann schon. Ja, es kommt leider vor. Kapieren die, also. Was denn zum Beispiel? Ich kann es mir bei diesen Punks, weil wieder so und so viel ein Punk-Revival irgendwie. Jetzt gibt es ja mittlerweile Boybands, die irgendwie so Punk-Rock spielen oder zumindest so sich so anziehen und auch sich so geben und auch so ähnliche Musik machen.
wo ich mir dann sage, das ist total inhaltsleer, das ist doch total arm. Wie kann man da irgendwie, was wollen die denn da vermitteln? Wobei Punkrock ja eine ganz andere Idee war eben von Anfang an. Und das finde ich dann arm und es tut mir dann auch leid, wenn dann so Kiddies das vielleicht gerade ganz toll finden, aber gar nicht den Hintergrund, den Inhalt davon eigentlich sehen, weil sie sehen einfach nur so vier hübsche Kerle, der eine mehr so Oi, der andere mehr so 77 Punk, der andere mehr so 80s Punk und so. Und man sagt so, okay, das sind jetzt aber nur die Abziehbilder davon, aber dahinter war eigentlich meine Idee oder da war eine Message hinter. Ja. So, und das finde ich so ein bisschen unverständlich. Kannst du wiederum nachvollziehen, warum es so ist, aber sowas finde ich dann immer sehr schade. Ja. Mach die Augen zu und küss mich. Songs über Teenager-Liebe und Leiden sind regelrechte Ärzte-Klassiker und das nicht nur bei Jugendlichen. Ich lieb's. Die nervende Freundin mit schlechtem Musikgeschmack ist auch für die Ärzte mit fast 40 noch ein Thema. Du hast mich lächerlich gemacht. Mein Konto überzogen. Du lass noch mehr als Yoko Ono. Gib mir ewig auf den Sack. Du haust dich ab aus meiner Wohnung. Hast einen beschissenen Musik. Du hast dich 150.000 Mal gerecht. Okay. Kannst du nicht vielleicht wieder Frieden schließen mit diesem Mädchen? Heute Abend wird mir klar, dass das mit dem Rechen ein Fehler war. Aber morgen ist ein neuer Tag. Und das kümmert mich, mein Geschäft von gestern. Du jetzt gerade schon darüber geredet, damals gab es kein AIDS, irgendwelche Drogenexzesse und sowas, das wäre heute auch anders. Wenn wir jetzt gerade darüber reden, sich in junge Leute reinversetzen und sowas, was ich mich wirklich immer frage, ist, wie schafft das eine Band wie ihr, ne? Drei Supertypen in der besten Band der Welt, nicht auch nur aus Versehen groupie-technisch ein Kind zu zeugen? Wie? Das ist eine super Frage. Die Frage ist, warum habt ihr keine Kinder? Das ist aber eine zu private Frage. Und dann denke ich, wenn ich bei den Ärzten wäre, ein Kind super, gezeugt. Super, vorhin hast du davon gesprochen, von diesen Hintenrumfragen, wie man dann doch eine private Antwort bekommt. Genau. Okay, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Das ist einfach so, eine gewisse Zeit lang nichts mit Aufpassen zu tun hatte, sondern nur mit Glück. Ja. Und dann natürlich irgendwann holt dann natürlich die Realität an. Also das Gute an AIDS ist, dass natürlich viel mehr Leute Gummis benutzen heutzutage. Ja. Und dass man das ist dann auch gegen Kinder. Ja, richtig. Also dass wir tatsächlich, wir waren nie diese Metal, alles verschlingende Groupie-Band. Definitiv nicht. Dass es natürlich die Geschichten gegeben hat und auch ausschweifende Geschichten, das ist klar. Ja. Irgendwie. Man wäre auch doof, wenn man das nicht ausnutzt. Das ist richtig, man wäre ganz schön doof, wenn man von Anfang an sagen würde, nein, das mache ich nicht. Ja. Das ist niveaulos, oder? Ja, aber dass wir jetzt also so den extrem fruchtbaren Samen jetzt irgendwie so durch die 80er bis ins 21. Jahrhundert getragen hätten, kann man nicht so sagen, glaube ich. ich denke da immer so schadhaft drüber nach, weil Farin zum Beispiel trinkt ja nicht. Ihr könnt euch wenigstens Groupies schön trinken. Wir können uns rausreden, ja. Ja, weißt du, nicht. Also aber dann muss ich mit dem drüber reden gleich. Also einmal, das ist aber schon länger her, das war auch gar nicht zur Zeit der Ärzte, da habe ich eine Frau geschwängert, irgendwie im Vollsuff. Und die hatte nämlich ihre Pille ausgekotzt, die war auch besoffen. Das war ziemlich blöd, als dann 3 Monate später endlich die Frau wieder traf und die mir dann sagt, dass sie schwanger ist. Aber, zahlst du? Nee, sie ist halt dann, also wir haben das dann geändert. Ah, okay, gut. Aber gemeinsam? Geregelt. Sie alleine. Ja, aber gut. Sie hat das entschieden. Okay. Aber das war für dich auch okay? Das war für mich okay, klar. Ich wollte kein Kind. Also nicht irgendwie so. Wie hätte ich es denn nennen sollen? Smirnoff oder Jack Daniels oder so? Ich weiß nicht. Oder Kotzi?